أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, dem Herrscher am jüngsten Tag, und Friede und Segen sein auf den letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Meine geehrten Geschwister, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Möge Allah subhanahu wa ta'ala eure Schritte segnen, dass ihr eine Ortschaft besucht, wo wir über Allah subhanahu wa ta'ala sprechen. Möge Allah azza wa jalla euch mit dem Besten belohnen. Möge Allah euch bewahren vor Jahannam und euch nichts anderes geben als die höchsten Stufen im Paradies. Allahumma amin. Geehrte Geschwister, möge Allah unseren Geschwistern in Gaza beistehen. Möge Allah sie bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Ungerechten mit seiner Gerechtigkeit entgegnen und wir überlassen sie Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah uns recht leiten und dass wir Herzen haben, die mitfühlen und die auch Bittgebete sprechen und die auch an unsere Geschwister denken. Denn das gehört ebenfalls zum Iman, zur Brüderlichkeit dazu, dass man mitfühlt, denn wir sind eine Umma. Auch wenn ein Teil leidet, ja, wenn ein Teil leidet, so leidet der andere Teil auch mit Fieber und so weiter. Das heißt, geehrte Geschwister, wir müssen stets für unsere Geschwister Bittgebete sprechen. Möge Allah uns recht leiten, möge Allah unsere Geschwister beschützen und bewahren. Meine lieben Geschwister, das Thema von heute ist die Begegnung mit Allah azza wa jalla, beziehungsweise bist du bereit, Allah azza wa jalla zu begegnen. Und wir möchten hierzu folgenden Hadith erwähnen und diesen Hadith nehmen wir als Grundlage für unseren Vortrag, wo wir uns anhand diesen Hadithes einige Lehren ableiten und reflektieren, uns fragen, ob wir bereit sind, Allah azza wa jalla gegenüber zu stehen, beziehungsweise vor Allah zu treten. Das wollen wir heute in Erfahrung bringen. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, er sagte: Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa'a Allah, kariha Allahu liqa'ah. Das bedeutet sinngemäß: Wer die Begegnung mit Allah liebt, mit dem liebt Allah auch die Begegnung. Und wer die Begegnung mit Allah verabscheut, mit dem verabscheut Allah auch die Begegnung. Dieser Hadith ist bei Bukhari und Muslim überliefert von Abu Musa. Und was ist hier gemeint? Wer die Begegnung mit Allah liebt, ja, mit dem liebt auch Allah die Begegnung. Die Ehefrauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es wird gesagt, Aisha radiallahu anha oder eine andere, sie sagte und fragte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer wünscht sich denn den Tod? Also wer liebt denn überhaupt den Tod? Also wir verwünschen doch den Tod. Also wir lieben doch nicht den Tod. Ja? Denn sie hat diese Aussage, wer die Begegnung mit Allah liebt, mit dem liebt Allah auch die Begegnung, also der Tod. Wer den Tod liebt, ja, der liebt also die Begegnung mit Allah. Sie hat das so verstanden. Doch der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, er sagte, es ist nicht das. Es ist nicht das. Es geht aber darum, wenn ein Mu'min im Sterben liegt, so wird ihm die frohe Botschaft über das Wohlwollen Allahs und seine ehrwürdige Stellung bei ihm verkündet. Hier dann wird ihm nichts anderes lieber sein, als das, was ihm nunmehr bevorsteht. Somit liebt er dann die Begegnung mit Allah und Allah liebt die Begegnung mit ihm. Was aber den Ungläubigen angeht, der im Sterben liegt, so wird ihm die Pein und die Bestrafung Allahs verkündet. Hier dann wird er es verabscheuen, was ihm bevorsteht. Somit verabscheut er also die Begegnung mit Allah und Allah verabscheut auch die Begegnung mit ihm. Das heißt, geehrte Geschwister, wir verstehen also aus dieser Erklärung und diese Aussage hat der Prophet a.s. selber nochmal detailliert und erklärt. Hier geht es also nicht darum, sich den Tod zu wünschen, sondern es geht um die Situation des Menschen, der im Sterben liegt. Denn wenn Malakul Maut kommt und wenn derjenige, wenn sein Zeitpunkt gekommen ist, dass er diese Welt verlassen wird und ohne Zweifel wird das uns allen passieren. Wir alle werden von dieser Welt gehen. Wir alle werden sterben. Wir alle werden den Zeitpunkt erreichen,
wo die letzte Sekunde für uns anbricht. Der letzte Atemzug. Der letzte Moment. Und das Letzte, was du erblicken wirst, wird sein Malakul Maut. Dann hat sich für dich das Thema dieser Welt, des Weltlichen, hat sich erledigt. Und dein Beginn zu Allah zurückzukehren, beginnt in diesem Moment. Und Malakul Maut wird in der Gestalt kommen, je nachdem, wie du gelebt hast. Und wir verstehen aus diesem Hadith, ist derjenige jemand, ja, ein Mu'min, so wird dem Malakul Maut in einer guten Gestalt hervortreten und er wird ihm die frohe Botschaft verkünden vom Paradies und von seiner hohen Stellung. Wenn er das hört, wird er sich freuen. Und dann will er die Begegnung mit Allah. Er freut sich auf die Begegnung mit Allah. Und Allah freut sich auf die Begegnung mit ihm. Ist derjenige, wie im Hadith erwähnt, ein Kafir, so wird Malakul Maut kommen in einer christlichen Gestalt und wird ihm die Strafe Allahs verkünden. Daraufhin wird er das verabscheuen. Und er verabscheut das Treffen mit Allah und Allah verabscheut das Treffen mit ihm. Möge Allah uns vor dem Kufr bewahren. Somit stellen wir uns die Frage, an dieser Stelle, an diesem Zeitpunkt. Gut, das heißt, wenn man als Mu'min stirbt, wenn man als Gläubiger stirbt, bekommt man diese frohe Botschaft. Das heißt, wie bekomme ich ein gutes Ende? Wie bekomme ich einen Tod als Mu'min? Denn wir sind alle Muslime, oder? Alhamdulillah. Alhamdulillah, wir sind Muslime. Möge Allah uns festigen. Und geehrte Geschwister, die Gelehrten, wenn wir uns mit ihnen beschäftigen, ihre Aussagen beschäftigen, ihr Eifer uns betrachten, dann sehen wir, dass sie geprägt waren von einer Furcht. Erstmal, dass sie Sünden begehen und so weiter, okay. Aber gerade zum Zeitpunkt des Todes hat man gesehen, dass sie besonders Angst hatte, nicht vor den Sünden, die sie begangen haben, sondern dass sie vielleicht noch sterben ohne Iman. Das bedeutet für uns, geehrte Geschwister, wir sind Muslime, Alhamdulillah, aber ob wir als Muslime sterben werden, das wissen wir noch gar nicht. Deswegen ist unser Eifer, ist was, dass wir uns anstrengen, dass Allah bis zum letzten Moment uns auf dieser Religion standhalten lässt. Dass wir festhalten, dass er uns standhaft macht in dieser Religion, dass wir nicht abdriften, denn wir haben einen Feind, den Shaitan, der bis zum letzten Moment darauf wartet, dich in die Irre zu führen. Das musst du verstehen. Wer denkt, ich bin Muslim, ich werde so sterben, ich habe schon La ilaha illallah gesagt, dann komme ich doch sowieso ins Paradies. Wer sagt, La ilaha illallah kommt ins Paradies? Ja, ja, das ist richtig. Aber willst du mit La ilaha illallah sterben? Das ist die Frage, ob wir das erreichen oder nicht. Das ist das große X. Deswegen arbeiten wir daran, dass wir als Muslime sterben. Und es gehört zur Zeichen der Stunde, geehrte Geschwister, dass es Menschen geben wird, sie waren auf dem Weg des Islams, auf dem Weg, wo Allah zufrieden ist. Bis kurz vor Ende, sagt der Prophet a.s. Dann hat sie das erreicht, was für sie niedergeschrieben wurde und sie haben die Taten der Höllenbewohner begangen, ja, und sind damit gestorben. Gleichzeitig sagt der Prophet a.s. berichtet von Menschen, sie waren auf dem Weg der Höllenbewohner. Kurz vor Ende, das heißt ihrem Ableben, hat sie das erreicht, was für sie niedergeschrieben wurde und sie haben die Taten der Paradiesbewohner begangen und sind in diesem Zustand gestorben. Das bedeutet, deine Taten zuletzt sind die entscheidenden Taten. Aber deine Taten jetzt beeinflussen auch deine letzten Taten, die du begehen wirst. Das heißt, das Erste, was wir aus diesem Hadith lernen für uns ist, dass wir zu Allah selbst Dua sprechen, O Allah, festige uns auf deinem Weg und lass uns als Muslime sterben. Möge Allah uns ein Sterben mit Iman ermöglichen. Amen. Das heißt, Allah selbst, wie im Hadith erwähnt, ein weiterer Vorzug, wer die Begegnung mit Allah liebt, mit dem liebt Allah auch die Begegnung. Das heißt, wir haben ja eben schon mal über Dhul-Hijjah gesprochen, dass Allah selbst Taten liebt in den ersten 10 Tagen von Dhul-Hijjah, ja, und dass die von großem Lohn sind. Haben wir vor dem Vortrag ja kurz gesprochen. Und hier haben wir auch jetzt gehört, Allah liebt einen Zustand. Sofort wird der Muslim was? Hellhörig. Und er liebt
was möchte Allah, was liebt Allah? Und er geht dieser Sache nach und will Details wissen darüber. Er will Details wissen darüber, denn er will Allahs Zufriedenheit erreichen. Und das ist für uns wichtig. Welchen Stellenwert hat die Liebe Allahs in deinem Herzen? Das ist eine Frage, die wir müssen uns diese Frage stellen. Welche Liebe oder welche Bedeutung hat die Liebe Allahs in deinem Herzen? Dass Allah mit dir zufrieden ist, dass Allah dich liebt. Wenn jemand ein Mädchen liebt oder ein Mädchen liebt einen Jungen und die wollen miteinander heiraten und so weiter und so fort, so ist es für ihn wichtig, dass er Dinge tut, was diese Person glücklich macht. Selbst wenn er das gar nicht so begehrt oder möchte. Ja, du hast jetzt gehört, sie mag Blumen, kauft er Blumen. Sie mag diese Pralinen, kauft er diese Pralinen. Okay? Die Frau denkt sich, er mag dies, er mag das, dann kauft er dieses Geschenk. Ja? Und so weiter. Das heißt, er strengt sich also an, oder sie strengt sich also an, etwas zu tun, was die Liebe, ja, dieser Person bestätigt, sozusagen. Ja. Deswegen, welchen Wert hat also die Liebe von Allah in deinem Herzen? Und sind wir mit dieser Liebe geprägt, dass wir uns die Frage stellen, oder wenn wir auf der Straße sind, dass ich jetzt sage, ich senke meine Blicke, weil Allah liebt das nicht. Oder lasse ich einen Blick so schleifen und einen Blick so schleifen. Wenn die Gebetszeit eintrifft, dass ich sage, dass ich jetzt sitzen bleibe, obwohl ich beten kann, das mag Allah nicht. Das Gebet zur Zeit. Das Gebet zur Zeit. Welche sind die besten Taten, wurde der Prophet a.s. gefragt. Und dann sagt er, As-Salah ala waqtiha. Das Gebet zu seiner Zeit. Und er denkt sich, ich kann jetzt nicht sitzen bleiben, Allah mag das nicht. Dass ich jetzt über meinen Bruder lästere, das mag Allah nicht. Dass ich jetzt meiner Mutter und meinem Vater nicht gehorche, das mag Allah nicht. Allah liebt, dass ich doch den Koran lese. Allah liebt doch, dass ich mehr bete. Allah liebt doch, dass ich mit Wissen beschäftige, über den Koran nachdenke. Das heißt, für ihn, für den Gläubigen, für den wachsamen Gläubigen, ist diese Sache wichtig. Allah möchte von uns, dass wir ihn anbeten. Und jegliche Anbetungsform, geehrte Geschwister, ist wichtig. Zu seiner Zeit. Ja. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala möchte von dir die Anbetung. So bete Allah. So bete Allah. Geehrte Geschwister, auch zeigt uns dieser Hadith, wer die Begegnung mit Allah liebt, ja, so liebt Allah die Begegnung mit ihm. Das heißt, auf den Ende kommt es an. Und für ein gutes Ende musst du ein gutes Leben haben, haben wir gesagt. So, wie kriegst du jetzt dieses gute Leben? Indem du Koran und Sunna umsetzt. Indem du Koran und Sunna umsetzt. Wenn du schon genauso lebst, dass Allah dich auf dieser Dunya liebt. Wenn Allah dich auf dieser Dunya liebt, wenn du die Taten verrichtest, die Allah also liebt, dann wirst du gefestigt beim Sterben und dann wird Malakul Maut dir die frohe Botschaft auch verkünden. Und wann bekommst du die Liebe Allahs auf dieser Welt? Denn viele sagen heute, ich liebe Allah und ich liebe den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sagen auch Christen, sagen das. Andere, es gibt auch Deisten, die sagen das und so weiter, dass sie ihren Schöpfer lieben und so weiter. Das gibt es in jeglicher Form. Doch was ist der Unterschied zu uns? Allah Azzajalla sagt das im Koran, Surah Ali Imran, Vers 31, sagt Allah Azzajalla, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ. Sagt, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. So liebt euch Allah und vergibt euch eure Sünden. Allah ist allvergebend und barmherzig. Ja, also wenn ihr Allah liebt, das kann jeder sagen, ich liebe Allah. Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, soll der Prophet a.s. sagen. Ja, das heißt, der Prophet a.s. sagte, dass man ihm folgen soll. So liebt euch Allah und vergibt euch eure Sünden. Allah ist allvergebend und barmherzig. Das heißt, wenn wir in unserer Liebe gegenüber Allah wahrhaftig sind, so sollen wir dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen, auch wenn uns das schwerfällt.
Und somit haben wir schon die nächste Hausaufgabe für uns, dass wir sagen, wie hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelebt, dass wir uns mit seiner Sunna beschäftigen. Der Mu'min, der Muslim, der hat keine Zeit, sich mit anderen Leuten zu beschäftigen, weil er beschäftigt ist mit sich selber. Okay? Denn er hat ein Ziel. Er will die Zufriedenheit Allahs. Er will, dass Allah ihn liebt. Und hier im Vers ganz klar verkündet: Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. Das heißt, er beschäftigt sich nun, jemand zu sein, der dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ähnelt. Und das ist seine Lebensaufgabe. Das heißt, wie war der Prophet Muhammad in seiner Anbetung? Wie hat er gebetet? Wie hat er gefastet? Wie hat er gespendet? Wie war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seinen Mitmenschen? Auch wenn seine Eltern nicht am Leben waren, hat er doch über die Eltern gesprochen, ja, und die Sahabe erzogen. Wie hat er das erzählt? Wie hat er darüber berichtet? Sallallahu alaihi wasallam, wie hat er das gemacht? Und wie war sein Umgang? Wie war sein Benehmen? Wie war sein Sitzen? Wie war sein Essen? Wie war sein Trinken? Das heißt, der Muslim hat gar keine Zeit, sich um jemand anderes zu kümmern. Warum? Denn er will einen Zustand erreichen, wo Allah ihn liebt. Weil er will am Ende jemand sein, wo die frohe Botschaft bekommt. Und somit begibt er sich auf den Weg, Allah anzubeten, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das, geehrte Geschwister, dem Prophet Muhammad zu folgen, ist eine der beiden Bedingungen, wo eine Ibadah überhaupt angenommen wird. Die erste Bedingung, dass eine Ibadah, eine Handlung gegenüber Allah angenommen wird, ist Ikhlas. Ja? Al-Ikhlas ist das erste, und das zweite Al-Mutaba'ah. Das heißt, die Aufrichtigkeit, Al-Ikhlas, und zweitens die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn diese beiden Bedingungen vorhanden sind bei einer Anbetung, ja, bei einer Handlung, dann ist es akzeptiert bei Allah sallallahu. Fehlt eines, so ist die Handlung hinfällig. Ikhlas. Begehst du diese Tat für Allah oder nicht? Egal welche Handlung. Spielt keine Rolle. Und so gut auch diese Handlung ist, ist diese Handlung ohne Ikhlas, ist sie hinfällig. Hat keinen Wert bei Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, wir sehen, geehrte Geschwister, Menschen und Geschwister, sie haben eine bestimmte Stellung oder sie wollen gerne aktiv sein in der Dawa und so weiter oder auch in der Moschee, ja, und sie wollen gerne immer im Vordergrund sein, ja. Und Mashallah, der hat das so organisiert, und Mashallah, der ist so, und schau mal, und der läuft und macht und strengt sich an. Die Frage ist jetzt an dieser Stelle, warum macht er das? Ja, und jeder soll sich selber fragen, warum mache ich das? Mache ich das, damit die Leute mich loben? Mashallah, guck mal, wie viel er sich anstrengt für den Islam und wie viel Da'wah er macht. Ist es deswegen oder nicht? Selbst wenn ihr einen Vortrag hält oder ihr redet mit jemandem, und ihr macht Dawa. Und jetzt diejenige Person lobt euch nicht. Und es kommt vielleicht keiner, Mashallah, wir sind ja Alhamdulillah viele heute, sagen wir, es kommt keiner zum Ders und so weiter. Wird es aber trotzdem umgesetzt, auch wenn zwei, drei Leute hier sind. Oder du triffst dich mit jemandem, ihr verabredet, wir sagen, wir wollen gemeinsam Wissen lernen. Und es haben 20 Leute zugesagt, aber es kommen nur drei. Es kommt nur einer. Und jetzt sollst du weitermachen. Wenn du es für Allah machst, du triffst dich. Du kommst, du sitzt, du machst deine Dawa-Arbeit, in welcher Form diese auch aussieht, du machst das für Allah weiter. Denn warum? Denn der Lohn kommt doch von Allah. Ob jetzt vor dir 10.000 sitzen oder zwei sitzen. Ob 10.000 sitzen oder zwei sitzen. Deswegen wird berichtet über Sheikh Usaymin, rahimahullah, dass er, wo er in seiner Moschee, wo er war, er kam zu den Unterrichten, er hat Unterrichte gehalten, dieser große Sheikh. Und zu ihm kam sehr oft gar keiner. Überhaupt niemand kam zu seinen Durus. Manchmal waren einer da, manchmal zwei, manchmal drei, über Jahre hinweg. Unser Sheikh, möge Allah ihn segnen, sagte, Sheikh Uthaymin wurde geprüft bis zum hohen Alter mit Ikhlas. Erst später, ja, kamen dann Tausende zu seinen Durus. Aber er, wie war jetzt er? Er kam immer zu seinem Ders, immer mit seiner Tasche, immer mit seinem Buch, er hat es aufgemacht, sitzt einer vor ihm, er hat es vorgetragen. Sitzt zwei vor ihm, er hat es vorgetragen. Kam keiner, nahm er das Buch Allahs, hat es aufgeschlagen und davon gelesen. Das ist Ikhlas. Du arbeitest für Allah.
und nicht um eine bestimmte Stellung zu bekommen. Jemand lernt den Koran auswendig. Jetzt, oder er beschäftigt sich mit dem Rezitieren des Koran und er hat eine schöne Stimme und so weiter. Warum macht er das? Macht er das für Allah, Azzawajalla? Alhamdulillah. Dass er nachts im Gebet steht und den Koran liest und rezitiert? Alhamdulillah. Dass er Allah damit anbetet, den Koran perfekt zu lesen und für Allah, Azzawajalla, die nächste Generation auch zu lehren? Alhamdulillah. Macht er das aber, dass die Leute sagen, MashaAllah, Hafiz, MashaAllah, wie der liest, dann ist seine Tat hinfällig. Dann ist seine Tat hinfällig. Und ich habe mehr als einmal gesehen und auch gehört, wo Leute kamen und sagen, ja Bruder, warum hast du nicht mich vorbeten lassen, sondern ihn? Ja. Warum betet er vor und nicht ich? Und Bruder, weißt du, ich bin jemand, der hat den Koran auswendig gelernt. Von daher muss man also diejenigen respektieren, die den Koran auswendig gelernt haben. Und jemand, wenn er so redet, das ist so ein Indiz dafür, dass mit seiner Absicht etwas nicht in Ordnung ist. Ja? Denn warum? Weil die Gelehrten auch sagen, den wahrhaftigen Hafiz, den wahrhaftigen, der den Koran beherrscht, den kennst du gar nicht. Du weißt gar nicht, dass der ein Hafiz ist. Das fällt dir gar nicht auf. Er redet gar nicht darüber. Die Leute reden über ihn. Die sagen, der hat den Koran gelernt. Der ist ein ganz normaler Mensch. Ja, warum? Weil der hat den Koran gelernt, nicht nur auswendig gelernt, sondern der hat den Koran gelernt in der Form, dass er es auch praktiziert. Weil darauf kommt es an. Auswendig lernen ist eine große Tat. Ja, aber es ist auch ein Talent. Allah hat ihm das Talent gegeben, er hat es auswendig gelernt. Es gibt Kinder, die können mit 7 den Koran auswendig. Andere haben in 6 Monaten den Koran auswendig gelernt. Okay, das ist ein Talent. Einer kann es, einer kann es nicht. Ja, einer muss sich vielleicht anstrengen, der braucht 10 Jahre, der andere braucht 10 Monate. Okay, das ist mal das auswendig lernen. Aber ist jetzt das die alleinige Tat? Nein, wie viel praktizierst du und lebst du vom Koran? Das heißt nicht, wir brauchen nicht den Koran auswendig zu lernen. Nein, das bedeutet, die Essenz davon ist, wenn du den Koran auswendig gelernt hast oder viel davon kannst, bist du noch nicht im Paradies. Allein das zu denken, ist schon die falsche Absicht. Dass man sagt, ich kann den Koran jetzt auswendig, ich bin schon im Paradies, das ist ja schon der fatale Fehler. Das zeigt schon, dass die Absicht nicht richtig ist und falsch ist. Sonst hätten ja die Sahaba alle einfach den Koran auswendig gelernt, das war's. Aber selbst, und das ist ja der Unterschied, wenn wir uns die Sahaba anschauen. Schaut euch mal nur die Sahaba an, die zu Lebzeiten das Paradies versprochen bekamen. Ein Abu Bakr, ein Umar, Uthman, Ali, Talha, ja, Sa'd und so weiter. Schaut euch diese ihr Leben an, radiallahu anhum. Du denkst gar nicht, überhaupt nicht, denkst du daran, wenn du ihr Leben liest, dass das Menschen sind, die das Paradies versprochen bekamen, viel mehr, als hätte der Prophet zu ihnen gesagt, du stehst auf der Kippe, beeil dich. Du stehst auf der Kippe, streng dich mehr an. Denn sie haben ja nicht aufgehört mit den Taten, sondern die haben sich immer weiter angestrengt. Denn warum? Weil sie hatten Wissen vom Koran. Und sie wussten, und dieses Wissen hat sie dahin geführt, dass sie nicht wie wir heute Mathematik machen, ich habe jetzt diese Tat, jetzt kann ich nochmal diese Sünde machen, dann habe ich dies und jenes, sondern sie waren Allah gegenüber dankbar. Ich habe das Paradies versprochen bekommen, dann muss ich noch mehr tun. Ich habe das Paradies versprochen bekommen, ich muss noch mehr beten, aus Dankbarkeit. Und das ist die Erziehung vom Propheten, nicht wahr? Denn als Aisha radiallahu anha den Propheten fragte, warum er doch so viel betet, dass seine Füße Risse bekommen, sagte er, darf ich nicht ein dankbarer Diener sein? Ja, oder soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Obwohl Aisha radiallahu anha sagte, dir wurden doch die vergangenen Sünden alles vergeben, du bist doch der Prophet, du bist doch im Paradies, warum also diese Strapazen, dass seine Füße Risse bekommen? Denn sie haben Allah angebetet mit der Liebe, mit der Dankbarkeit. Jetzt, du bist Muslim, schau mal, wie viele Menschen draußen sind. Sie sind in der Irre. Sie machen heute Pläne und wollen Sünden auf Sünden begehen. Und wir sitzen hier, Alhamdulillah, und reden über Allah. Und nähern uns Allah. Ist das nicht ein Grund mehr, um zu sagen, oh Allah, ich werde mehr beten. Ich muss dir mehr gedenken. Ich muss mehr Koran lesen. Ikhlas, geehrte Geschwister, für Allah, subhanahu wa ta'ala. Heute ist das ein Riesenproblem. Wir haben doch so viele, die den Koran auswendig können. Wenn das die Rettung wäre, dann wären wir die Generation, die gerettet ist. Aber wir haben nur sehr, sehr wenige, die den Koran praktizieren. Und ich habe einen auch persönlich getroffen, in meinem Verwandtenkreis, der kann den ganzen Koran auswendig.
Okay? Den ganzen Koran betet kein Fajr. Ist das jetzt Koran? Aber sein Vater hat ihn also zum Koran geschickt und so weiter und so fort. Er hat komplett keinen Koran, ja, auswendig. Von Anfang bis Ende. Und hat eine super Stimme zum Rezitieren. Betet auch dann vor, wo er ist und so weiter. Aber selbstständig Fajr beten. Und sein Streben ist was? Ja, ich muss heiraten, ich muss das arbeiten und so weiter und so fort. Ist das jetzt Koran? Deswegen sagte Ibn Qayyim rahimahullah, Ahlul Koran, die Leute des Korans, sind nicht diejenigen, die den Koran auswendig können, aber nicht umsetzen. Das sind nicht Ahlul Koran. Sondern Ahlul Koran, sagte er, Ibn Qayyim rahimahullah, sind diejenigen, auch wenn sie den Koran nicht auswendig können, den Koran aber gänzlich leben. Deswegen, geehrte Geschwister, den Koran leben. Und nicht nur zur Schau stellen. Nicht nur beten vor den Leuten, sondern auch wenn wir alleine sind. Jetzt kommen die Tage von Dhul-Hijjah, möge Allah uns die erreichen lassen. Wie sind wir mit unseren Gebeten? Im Ramadan haben wir doch in der Nacht gebetet oder nicht? Haben wir gebetet oder nicht? Wir haben doch gebetet. Wir haben Tarawih. Wir haben auch Koran gelesen. Wie sieht es jetzt aus? Sind wir bereit, Dhul-Hijjah noch eine Schippe draufzulegen oder haben wir schon einen Gang zurückgeschaltet? Oder sind wir schon im Rückwärtsgang? Wo sind wir? In welchem Zustand sind wir? Haben wir aufgehört vielleicht? Beten wir vielleicht kein Nachtgebet? Das wäre schade. Ja, das wäre schade. Warum? Weil der Prophet Muhammad, a.s.w., er sagte zu einem Sahabi, sagte er, wehe, gehöre nicht zu denjenigen, die mit dem Nachtgebet anfangen und dann aufhören. Wehe, sagt er, gehöre nicht zu denjenigen, die mit dem Nachtgebet anfangen und danach aufhören. Von daher, hast du im Ramadan nachts gebetet und dann aufgehört. Das ist schade. Zumindest nach dem Isha, geehrte Geschwister, nach dem Isha zählen die Gebete als Nachtgebet, dass man zwei zusätzliche Gebete betet. Zumindest, dass man sich rettet und nichts von denjenigen gehört, wo der Prophet a.s.w. gewarnt hat. Ja, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wir gehören nicht zu denjenigen, die vom Gebet ablassen. Nachtgebet also. Das Gebet, das Nachtgebet unterlassen. Und daher belebt das nochmal. Wenn das passiert ist, okay, möge Allah uns vergeben, möge Allah uns recht leiten, aber nehmt euch sofort vor, ich bin jemand, der hat Tarawih gebetet, ich bin jemand, der hat nachts gebetet, ich habe Dua gemacht. Das war, damit es weitergeht nach dem Ramadan und nicht einfach im Ramadan, das war's. Der Herr des Ramadan ist auch der Herr des Shawwal und Zulqa'dah und Zulhijjah. Ja? Allah Azza wa Jalla müssen wir jeden Monat anbeten. Natürlich, im Ramadan hast du vielleicht gewisse Ibadat mehr praktiziert. Okay, aber diese Spuren müssen bei dir immer noch da sein. Es kann nicht sein, dass du nichts vom Koran danach mehr gelesen hast. Es darf nicht sein, dass du nachts keine Rekat mehr betest. Und dass du an Allah nicht mehr gedenkst und keine Bittgebete sprichst. Dass es weniger geworden ist, okay, im Vergleich zu Ramadan, alles klar. Aber dass du komplett damit aufhörst, oder sogar mit dem Frischgebet, möge Allah uns bewahren, das geht nicht. Wenn wir so mit der Religion umgehen, haben wir dann Ikhlas? Sind wir dann aufrichtig gegenüber Allah? Sind wir aufrichtig? Wenn wir einmal machen, einmal nicht machen, ist das der Weg, der am Ende dazu führt, dass wir als Muslime sterben? Möge Allah uns bewahren vor einem schlechten Ende. Wir dürfen nicht spielen mit der Religion, sondern es muss immer ein Weg sein, wo wir etwas mehr machen. Natürlich, wir sind alles Menschen, wir machen auch Fehler. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, Kullu bani Adam khatta, wa khailu khatta ina tawwab. Das heißt, jeder Sohn Adams begeht Fehler und die besten aller Fehlermacher sind die Reumütigen. Wir werden alle Fehler machen. Aber, auf unser Gesamtleben betrachtet, ist es bei einem Muslim immer eine Kurve, die nach, oder beziehungsweise eine Linie, die nach oben geht. Kennt ihr das so bei den Unternehmen, Bilanzen und so? Ja, das Jahr so, das Jahr so. Dann geht es auch mal runter und hoch und runter, hoch und runter, hoch. Ja? Wenn man dann zoomt auf ein Jahr, sieht man vielleicht in einem Jahr, ging es etwas runter. Aber zoomt man zurück auf das komplette Dasein des Unternehmens, wenn du dann siehst, dass es eigentlich im Durchschnitt immer hoch geht, dann ist es gut. Und so muss der Muslim eigentlich sein. Das heißt,
es muss bei dir immer eine gewisse Steigerung da sein. Du fällst mal runter, aber dann stehst du wieder auf. Du fällst wieder und du stehst auf. Genau wie im Unternehmen. Es kommen Zeiten, es ändert sich bei den Situationen. Der Shaitan packt dich von rechts, packt dich von links. Du hast eine gewisse Sache nicht so zuordnen können und so weiter. Du hast Fehler begangen, aber du bleibst dran und du bearbeitest diese Sache, bis du wieder auf der geraden Bahn bist und korrigiert wirst. Deswegen, geehrte Geschwister, das heißt, der Ikhlas in den Taten ist wichtig. Und dann die Befolgung des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, denn das sind die zwei Bedingungen, dass die Ibadah überhaupt angenommen wird. Ohne diese ist die Ibadah hinfällig. Wenn du etwas praktizierst nach deinem eigenen Kopf, dann wirst du nur eine Bid'ah praktizieren. Und das sehen wir heute. Der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, er sagte in einer Überlieferung, meine Umma wird sich in 73 Gruppen spalten. Außer eine sind die anderen im Höllenfeuer. Und als er gefragt wurde, wer diese eine Gruppe ist, sagte er, diejenigen, die auf meinem Weg und auf dem von mir und meine Gefährten ist. Das heißt, es ist für uns also wichtig und essentiell, dass wir jegliche Handlung, die wir tun, prüfen, ist das nach Koran und Sunna die richtige Art und Weise und die richtige Methodik. Und mein Zustand, ist das richtig? Bleiben wir beim Koran, wenn wir schon darüber geredet haben. Der Koran, wenn du ihn liest, spürst du innerlich? Nimmt dich diese Ayat mit? Denkst du darüber nach? Bewirkt das in dir etwas? Diese Verse im Koran. Oder liest du einfach, das war's. Und es gelingt gar nicht in dein Herz. Du setzt das, du praktizierst das überhaupt nicht. Es hat gar keinen Einfluss auf dich, der Koran. Das ist eine Frage des Menhesh. Denn als der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, die Khawarij beschrieb, sagt er zu ihnen was? Der Koran gelangt nicht über ihre Kehlen, nicht in die Herzen. Und sie lesen einfach nur. Das heißt, wenn du jemand bist, der einfach nur liest, dann bist du vielleicht nicht unbedingt der Khawarij, aber du hast eine Eigenschaft von ihm. Das ist eine Sache des Menhesh. Ja, dass die Leute, die Muslime, die dem Propheten Muhammad dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen, dass das Muslime sind, der Koran beeinflusst sie. Der Koran hat einen Effekt auf ihre Herzen. Sie denken darüber nach. Und so war es unter den Gefährten, wie zum Beispiel von Umar ibn Khattab, dass der Surah al-Baqarah wie lange gebraucht hat, dass er ihn auswendig gelernt hat? 12 Jahre. 12 Jahre oder man sagt auch 8 Jahre und so weiter. Ja. Das heißt, Jahre, wir sagen nicht, wir haben jetzt nicht gesagt 8 Monate, 10 Monate. Jahre. Warum? Weil er gelesen hat, das zuerst mal verstanden, was bedeutet das? Ja, der hat das auswendig gelernt, dann verstanden, dann praktiziert und dann die nächsten Verse. So sind die Gefährten mit dem Koran umgegangen. Das tiefgründige Nachdenken. Wann war das letzte Mal, wo du über eine Ayah nachgedacht hast? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat manchmal eine ganze Nacht verbracht mit einer Ayah. Das ist der Prophet. Mit einer Ayah verbracht, wo er gebetet hat. Deswegen, geehrte Geschwister, wir sehen schon, es hat viel mehr mit Qualität zu tun als mit Quantität. Bei Allah sind die Taten am besten, auch wenn sie wenig sind, aber regelmäßig. Deswegen, wir müssen umdenken. Wir denken immer, oh, ich muss den ganzen Koran können. Wenn du ihn kannst, super. Oh, ich muss jetzt dieses Buch und 20 Bücher lesen bis nächste Woche. Das ist schön, wenn man das schafft, aber wie viel wichtiger ist was? Dass du eine Sache, die du dir vornimmst, verstehst und praktizierst. Liest du ein Buch über die Absicht, dass du mit deiner Absicht auch arbeitest. Und das ist sowieso eine Lebensaufgabe, mit Ikhlas und so weiter. Dann liest du ein Buch über das Gebet, dass du dein Gebet auch verbesserst. Dass du dich beschäftigst mit seiner Sure und dass du auch die Bedeutung und darüber liest. Und manchmal dauert es vielleicht eine Woche, eine Ayah zu verstehen, dauert vielleicht bei dir eine Woche. Alhamdulillah. Wenn du es am Ende verstanden hast und praktizierst, kannst du dich glücklich schätzen. Alhamdulillah. Und das brauchen wir heute. Wir brauchen heute Muslime, die die Religion verstehen, praktizieren, leben, fühlen. Und nicht nur auswendig können. Und dann aufhören. Leider, auf diesem Weg der Da'wah hat man viele gesehen, die mit vollen Emotionen am Anfang dabei waren. Und sie wollten Berge versetzen. Ja, Berge wollten sie versetzen. Bei dem ersten kleinen Stein haben sie schon nachgegeben.
und die Motivation verloren. Und das zeigt, dass man von Anfang an nicht aufrichtig war. Und von Anfang an nicht, doch vielleicht nicht diese Sache so geliebt hat, wie es hätte sein sollen, aber wie man sich das selber hat vorgestellt. Deswegen, geehrte Geschwister, dass wir auf unsere Absichten achten. Das lernen wir aus diesem Hadith. Das heißt, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala begegnen möchten und ein gutes Ende möchten, dann müssen wir hier auf dieser Welt auch leben, so wie Allah mit uns zufrieden ist. Und dann müssen auch diese Taten praktiziert werden mit Ikhlas und mit der Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ansonsten sind die Taten hinfällig. Und wenn du das praktizierst, ja, wenn du so lebst, wie Allah das möchte, und du machst Fehler und du bereust, du kehrst wieder zurück, wie gesagt, was ich eben gesagt habe, du bist immer jemand, der ständig besser wird, und du stirbst auf diesem Weg, dann wirst du ein gutes Ende haben. Und mit diesem guten Ende wirst du auch entsprechend gut auferstehen. Yawm al-Qiyam. Ja, so wie der Prophet a.s. sagte, jeder Diener wird in demselben Zustand auferweckt werden, indem er stirbt. Ja, indem er stirbt. Möge Allah uns bewahren, es gibt Menschen, sie sterben auf der Toilette, wo sie sich die letzte Droge nehmen. Ja, oder zu sich nehmen. In welcher Form auch immer. Möge Allah uns bewahren. Es gibt Menschen, sie sterben im betrunkenen Zustand. Sie bei einem Verkehrsunfall und so weiter. Das heißt, in einer Situation, wo sich keiner von uns wünscht, nicht wahr? Dann müssen wir auch darauf achten, dass wir nicht in diese Situation kommen. Auch nicht in einer Situation, wo du verfeindet bist mit jemandem, mit deinem Bruder im Streit bist. Oder du im Krieg bist mit deinem Vater oder mit deiner Mutter. Oder mit deiner Ehefrau. Oder mit deinen Geschwistern. Heute leider innerhalb der Familie gibt es große Kriege, möge Allah uns bewahren, möge Allah uns helfen. Aber wenn wir uns jetzt die Situation anschauen bei unseren Geschwistern in Gaza und wir uns überlegen, wenn viele sagen, was kann ich tun, was kann ich tun? Ja, trag etwas bei zur Einheit der Muslime und fang mit deinem Problem mit deinen Eltern an. Fang mit dem Problem mit deinen Geschwistern an. Fang an, in deinem Umfeld die Herzen zu vereinen. Fang du an, derjenige zu sein, der vergibt. So können wir einen Beitrag dazu leisten. Hör auf mit dem Streiten. Denn jeder spürt doch dass eine gewisse Baraka in der Umma fehlt, oder? Bei uns, in unseren Handlungen, in dem Gerede, in dem Reden und dem Handeln, dass etwas fehlt. Dann schauen wir auf die Sira. Der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, er kommt raus aus seinem Haus und will den Sahabern verkünden, man ist Laylatul Qadr. Und dann streiten sich zwei. Und als sich über diesen Streit kümmerten, danach sagte der Prophet a.s.w. was? Mir wurde das Wissen weggenommen, beziehungsweise mir wurde es vergessen gelassen, wann dieser Tag ist, aber sucht es in den letzten 10 Tagen. Somit sagen die Gelehrten hier, guck mal, das heißt, eine Auseinandersetzung, ein Streit führt dazu, dass die Baraka verschwindet. Und wie viel Streit kennt nur ihr in der Umma, in euren Familien? Und jetzt bricht das mal auf die gesamte Umma. Dann sehen wir doch, wo die Problematik liegt, oder? Wenn wir schon unseren Nahestehendsten nicht vergeben können, uns nicht mit ihnen einigen können. Und auch, man muss nicht alle Sachen lieben. Ja, aber meine Mutter will, dass ich im Gebet aufhöre und so weiter. Das ist was anderes. Ich rede nicht darüber. Das ist was anderes. Aber selbst wenn sie das von dir möchte, so betest du weiter. Aber du gehst trotzdem mit dir gut um. Versuchst trotzdem, sie gut zu behandeln. Aber ich rede darüber, der eine hat Streit mit dem anderen wegen Erbe. Und der andere hat Streit, weil der hat dem anderen gegenüber, hat er vielleicht nicht gegrüßt. Oder war respektlos, weil er der Meinung war. Und so weiter. Banale Angelegenheiten. Und vielleicht auch große Angelegenheiten. Der hat den anderen betrogen. Hat ihn belogen. Dass man aufrichtig ist, sich entschuldigt, das Recht zurückgibt und so weiter. Innerhalb der Ehe. Dass man aufrichtig ist und sagt, für Allah sollen wir gemeinsam sein. Unsere Kinder bilden die nächste Generation. Sie werden uns als Vorbild nehmen. Wenn wir schon bröckeln, wie wird dann die nächste Generation sein? Heute gewaltige Probleme innerhalb der Ehe. Möge Allah
die Ehen der Muslime, möge Allah die Ehen bewahren und recht leiten die Ehepartner. Das heißt, geehrte Geschwister, das sind die Gründe. Ja, das sind die Gründe. Wenn wir also die frohe Botschaft wollen, so wie es auch Allah im Koran sagt, schaut, was Allah zu Fussilat sagt. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Gewiss diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah und sich hierauf recht verhalten, auf sie kommen die Engel herab. Fürchtet euch nicht, seid nicht traurig und vernehmt die frohe Botschaft vom Paradiesgarten, der euch stets versprochen wurde. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا. Gewiss diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah und sich hierauf recht verhalten. Ja. Und hier die Gelehrten sagen, das heißt, einmal unser Herr ist Allah, das heißt, die Iman haben, doch Allah könnte doch auch sagen, diejenigen, die Muslime sind. Ja. Aber nicht unbedingt derjenige, der Muslim ist. In jeder Angelegenheit sagt er, mein Herr ist Allah oder unser Herr ist Allah. Das ist nochmal eine gewaltige Bestätigung. Nicht jeder Mu'min ist auch gleich. Denn warum? Denn auch werden Muslime sterben und sie waren befleckt mit großen Sünden. Warum? Denn als sie in einem finanziellen Engpass waren, sie haben nicht gesagt, unser Herr ist Allah, ich werde keine Zinsen nehmen, sondern er ist zu Zinsen gerannt. Er ist zur nächsten Bank gerannt. Als Freizügigkeit an ihm vorbeiging, hat er nicht gesagt, unser Herr ist Allah, und hat die Blicke weggedreht, sondern er hat hinterher geschaut. Und er hat gesagt, ich muss lügen, ansonsten mein Handel funktioniert doch nicht. Heutzutage, du musst lügen und betrügen, das bedecken, das Etikett tauschen, ansonsten kriege ich ja keinen Absatz, ich kriege ja keinen Umsatz. Ansonsten wird meine Familie verhungern. Das heißt, er hat nicht gesagt, unser Herr ist Allah. Er hat aber gesagt, La ilaha illallah, das hat er schon. Und wir haben auch Janaza gebetet für ihn. Und wir haben ihn auch was begraben, auf dem Friedhof der Muslime. Aber war er wirklich im Leben jemand, der immer gesagt hat, unser Herr ist Allah, und hat sich abgewendet von diesen Dingen? Das ist nochmal eine ganz andere Stellung, jemand zu sein, der sagt, unser Herr ist Allah. Muslim sind wir, Alhamdulillah, möge Allah uns festigen. Aber in jeglicher Angelegenheit zu sagen, unser Herr ist Allah, und daran zu arbeiten und gegenüber allen Prüfungen zu sagen, unser Herr ist Allah, das schafft nicht jeder. Und wenn du das dann gesagt hast, unser Herr ist Allah, und du hast den Iman und den Iman verinnerlicht, und dann sie sind was? Standhaft. Auf diesem Weg. Sie haben Istiqama. Das heißt, sie gleiten nicht weg vom Weg. Sie bleiben auf diesem Weg. Nein, ich werde keine Zinsen nehmen. Ja, dann wirst du aber hier Engpässe bekommen und da Engpässe bekommen und so weiter. Er sagt sich nein. Er sagt sich nein. Ich habe meine Grenzen. Deswegen, als ich mal mit einer Person sprach, die ich sehr gut kann, ja, es ist aber schwer, jetzt in dieser Zeit keine Zinsen zu nehmen und so weiter und so fort. Ja, ein Haus ist nötig und so weiter. Wurde hin und her diskutiert. Da habe ich mir eigentlich eine Sache direkt gesagt von Anfang an. Ich habe gesagt, schau mal, ist das das Wichtigste überhaupt? Es ist wichtig, dass wir ein Haus mit dem Kopf haben, nicht wahr? Das will ich gar nicht kleinreden. Dass wir ein Auto haben, ist wichtig. Dass wir uns über unsere Versorgung kümmern, ist wichtig. Aber egal welcher Preis, ohne Grenzen, da hat er ein bisschen überlegt. Hat gesagt, ja, aber Zinsen, guck mal, über Zinsen sagt Allah, dass das ein Krieg gegen Allah ist. Ist das für dich keine rote Linie, keine Grenze? Allah sagt dir nicht, mach keine Handel, kein Tijara und so weiter und so fort. Ja, kümmere dich darum, dass du eine Wohnung bekommst. Kümmere dich darum, dass du ein Auto bekommst, dass du Vermögen, werde reich. Werde reich. Aber im Halal-Rahmen. Ja, das ist aufwendiger. Aber wenn Allah das für dich niedergeschrieben hat, wirst du das bekommen. Aber die roten Linien sind klar. Und halte diese Linien ein. Da habe ich gesagt, okay, wenn Haram geht, warum siehst du dann diejenigen mit einem schrägen Blick an, die ihr Körper verkaufen, um Geld zu bekommen? Eine Frau, die dann sich ihr Körper verkauft an Männer für eine Nacht und kriegt so viel Geld,
Ist auch haram, oder nicht? Ist haram, ja? Haram. Dazu hat aber Allah nie gesagt, dass es ein Krieg gegen Allah ist. Ja? Aber es ist eine gewaltige Sünde, ist haram. Aber sie verdient halt im Haram ihr Geld. Ja? Wenn es ja keine Grenze gibt, dann kann man doch auch für ein Haus, bis man ein Haus hat, diese Wege einschlagen, oder nicht? Oder Drogen verkaufen und so weiter. Nein, nein, das sind rote Linien. Ja, siehst du, du hast also auch rote Linien. Warum ist dann Zinsen keine rote Linie? Bitte schön, warum? Warum nicht? Weil du das gering schätzt für dich. Und das ist der Riesenfehler. Bis Yawm al-Qiyamah ist das ein Krieg gegen Allah. Yawm al-Qiyamah sind die Maßstäbe nicht deine eigenen Maßstäbe, die du dir selber gesetzt hast, sondern du musst nach dem Koran, nach der Sunna schauen. Was sind die Maßstäbe? Was sind die gewaltigen Sünden? Was führen die Menschen Yawm al-Qiyamah zur Vernichtung? Und dann wirst du diese Sünde sehen. Und da sollen wir unsere roten Linien aufbauen. Wenn wir das nicht machen, werte Geschwister, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem. Deswegen, diese Grenzen einzuhalten, ist wichtig. Das heißt, diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah, und sich hierauf recht halten, auf dem geraden Weg bleiben, die Grenzen Allahs einhalten, auf sie kommen die Engel herab, fürchtet euch nicht, seid nicht traurig und vernehmt die frohe Botschaft vom Paradiesgarten. Das ist das, was im Hadith erwähnt wird. Wenn Malakul Maut kommt und er verkündet was? Die frohe Botschaft. Die frohe Botschaft. Macht dir keine Sorgen. Das Paradiesgarten erwartet dich. Ja? Fürchtet euch nicht und seid nicht traurig. Das heißt, seid auch nicht traurig bezüglich denjenigen, die ihr hinter euch gelassen habt, eure Kinder und so weiter. Allah wird sich um sie kümmern. Und dann ist der Gläubige, der Mu'min, ist dann beruhigt. Ja? Ist dann beruhigt in diesem Zustand. Man hat ein gutes und hat ein gutes Ende. Geehrte Geschwister, die Zeit ist auch schon vorangeschritten. Natürlich können wir noch einige sagen, auch darüber sprechen, was sind die Gründe, die zu einem guten Ende führen. Aber im Wesentlichen haben wir darüber geredet, nochmal kurz zusammengefasst. Das heißt, wenn wir ein gutes Ende möchten, beziehungsweise wenn wir Malakul Maut in einem guten Zustand treffen wollen, der uns die frohe Botschaft vom Paradies gibt, dann müssen wir mit einem guten Ende sterben und ein gutes Ende bekommen wir, wenn wir auf eine gute Art und Weise auch leben. Und eine gute Art und Weise haben wir heute gelernt, was ist was? Mit Ikhlas und Mutaba'a. Ja, mit Ikhlas und mit der Befolgung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, das Leben zu beschreiten und auf diesem Weg zu sein, zu bleiben. Zu sagen, unser Herr ist Allah, und dann auf diesem Weg festzuhalten. Das ist der Weg. Ja? Denn im Grab, geehrte Geschwister, da gibt es kein Zurück mehr. Da kommt keiner von uns mehr zurück. Viele wollen zurück. Und dann wünschen sie sich. Wie einige Gelehrte sagen, wenn die Toten zurückkehren wollten, sie würden sich einen Tag im Ramadan wünschen. Nur einen Tag. Wir haben, jeder Tag ist für uns eine Chance, Allah gegenüber zu bereuen, zurückzukehren. Und mit einer aufrichtigen Tauba, Allah streicht dir alle Sünde. Und die Taten sind dann dafür da, deine hohen Stellungen im Paradies zu bekommen. Deswegen sind Taten da. Aber du kommst mit deinem Iman, mit deiner Taube, kommst ins Paradies, und welche Stufe du im Paradies hast, das entscheiden deine Taten. Deswegen sind auch Tage wie Dhul-Hijjah sehr wichtig. Nochmal bereuen, von allen Sünden bereuen, zurückkehren, eine Taube machen, aufrichtig sein und dann Taten zu praktizieren, dass du hohe Stufen im Paradies bekommst, so wie der Prophet Muhammad uns das auch empfohlen hat und den Sahaba beigebracht hat. Und zwar, wenn ihr Allah bittet, so bittet um die höchsten Stufen im Paradies. Firdaus. Ja, die hohen Stufen im Paradies. Dafür sollen wir Bittgebete machen. Bedeutet, arbeitet dafür. Nicht nur, oh Allah, gib mir und dann bete ich nicht, faste ich nicht, mache ich nicht. Nein. Bittgebete, das zu wollen, bedeutet, dann mit Aufrichtigkeit dafür zu arbeiten. Möge Allah uns festigen. Möge Allah uns recht leiten. Möge Allah uns die Tage von Dhul-Hijjah erreichen lassen und uns auch in diesen Tagen Erfolg geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen ein gutes Ende geben. Ein Ende, wo die letzten Worte sind, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren vor der Strafe im Grab, vor der Strafe des Höllenfeuers. Möge Allah uns Yawm al-Qiyamah helfen und uns mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in das Paradies eintreten lassen. Barakallahu fikum, geehrte Geschwister, für eure Aufmerksamkeit und für das Zuhören. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.